Hi, in diesem Video geht es um unsere Reise von Oslo nach Kuusamo, ins sonnige Kuusamo, auf eine Rentierfarm. Wir sind dabei Satu und Mika zu Besuch und kamen genau richtig an, um noch die Zählung und Markierung der neugeborenen Rentierbabys zu beobachten. Da gab es ganz tolle Aufnahmen von und von der Reise, ich meine 1800 Kilometer in knapp 3-4 Tagen, gab es auch einiges zu erzählen. Ich habe dann ab und zu mal in die Kamera gequatscht auf der langen Fahrt und über Dinge erzählt, die mir gerade so durch den Sinn kamen. Und die Themen, die habe ich euch unten verlinkt, da geht es ums Angeln und ums alles Mögliche einfach. Und ja, wen es dann interessiert, ne, könnt ihr dann direkt auf die Themen hüpfen. Ganz zum Schluss natürlich auch die ganz tollen Bilder von dieser Rentieraktion. Ja, viel Spaß beim Zuschauen und liken und abonnieren nicht vergessen. Bis dann. Ah, jetzt sind wir schon irgendwie, keine Ahnung, sicher wohl 1000 Kilometer gefahren von Oslo aus innerhalb von anderthalb Tagen. Ja, wenn es so regnet oder so, dann kriege ich immer so Fahrflash und dann muss ich mich weiter bewegen, ganz schnell. Aber macht Spaß. Also ich finde das gut, andere Leute finden das vollkommen ätzend. Wie machst du das bloß? Aber für mich ist das Meditation pur. Guck mir die Landschaft an, das ist sehr beruhigend hier durch Schweden und so durchzufahren, weil ja, das geht die meiste Zeit geradeaus. Da musst du nicht viel rumkurven quasi, sondern der schöne Wald, grün, ja, und auch im moderaten Tempo, mit 90 die meiste Zeit so. Dann vorwärts ab und zu, weil das Schöne ist, ist ja die Roadside-Gastronomie in Schweden, ist ja sehr gut, finde ich immer. Weil da gibt es dann Pizza. Gibt es aber Pizza, also eine schwedische, ich glaube, ich gehe gleich, jetzt rede ich mir gerade ein, ich hätte Hunger. Die Roadside-Pizza mit, das ist immer eine Salatbar als Vorspeise. Aber ja, so Kraut, wie sagen wir das, mehr oder weniger so eine Art, ja, Weißkohl, nicht unbedingt Sauerkraut, so, keine Ahnung. Auch kein Coleslaw, also nicht mit so einer weißen Soße, sondern irgendwie, ja, und Peperoni sind da drin. Und dann ganz ein bisschen Tomaten manchmal noch. Und Knäckebrot und Butter. Das ist dann so die Vorspeise. Die ist aber immer dabei, das musst du nicht extra bezahlen, dann kannst du dann da hingehen, knallst den Teller mit Kohl voll und isst dazu eine kleine Pizza und trinkst dann einen Kaffee. Also das ist immer prima. Gucken, ich komme eigentlich noch durch Svenstavik. Da habe ich einen so einen Falafel-Shop, so ein Falafel-Restaurant, da bin ich immer hingegangen. Nur das letzte Mal hat er gemeint, er wird wohl nächstes Jahr nicht mehr da sein, er wird aber zumachen. Weil ich war dem sein erster Kunde und dann habe ich immer wieder erkannt, weil ich war einmal im Jahr, da im Sommer, immer vorbeigekommen auf dem Weg zur Angelhütte. Die habe ich leider niedergelegt, die Angelhütte, weil, ja, lange Story, aber ist ja egal, kann ich ja mal erzählen, weil ist jetzt eh gerade langweilig über Rumfahren. Ja, ist halt, ich hatte eine Angelgewässer gefunden, das privat war. In Norwegen sind die Angelgewässer, die sind immer an das Grundeigentum angebunden. Ne? So, und da hatte ich dann eine Strecke gefunden, die hatte eine so hohe Abundanz, also Menge an Forellen, das war unglaublich. Ja? Da haben wir dann in einer Woche, da kannst du rechnen, wenn du da so 3-4 Stündchen gemacht hast, dann hast du so 25-30 Forellen gehabt pro Tag. Ne? Das mit 5-6 Leuten, da kannst du dir vorstellen, hast du irgendwie 500 Forellen die Woche da geangelt. Die haben wir natürlich alle wieder reingeschmissen, weil das ist ja keine, soll man da dann nachhaltig bewirtschaften. Jetzt auch Forellen einfrieren und die dann mit nach Hause schleppen, vollkommener Blödsinn. Das fetter Fisch, der wird ranzig. Ja? Der nach 3 Monaten auch eingefroren, schmeckt der nicht mehr. Naja, und da hatte ich halt auch noch, da haben mich einige Leute gefragt, nehmen wir uns doch mal damit dahin. Und dann hat sich über die letzten 10 Jahre da so ein Guiding-Service draus entwickelt. Da habe ich gesagt, komm, hast du mit dem
mit dem Landbesitzer einen Vertrag gemacht, dass ich ihm die Hütte, wo er abmiete da. Ja. Ja, einen riesen Zauber gemacht, da auch irgendwie, ja, er hat ja Stammkunden, die wollten ja immer den. Da sag ich ja, die Wirtschaft aber nicht nachhaltig. Die haben ja bis zu 500 Forellen da abgeschlagen irgendwie in einer Woche. Da kannst du dir vorstellen, dann machst du 2 Monate, ist das Wasser leer. Das ist vollkommen idiotisch. Auch die haben wir dann nicht selektiv irgendwie, sondern die haben ja alles. Wenn sie eine 2 Kilo Forelle hatten, dann haben sie die auch tot gemacht. Da gehen ja dann nach und die brauchst du ja, damit du erstmal Reproduktion hast und zweitens mal ist diese Großforellengenetik, die tust du ja dann auch umbringen. Ja? Und wachsen nicht alle so groß, unterschiedliche, naja, wie bei uns Menschen auch, manche bleiben klein und manche werden größer. Ja? Und dann musst du die erhalten, die halt schnell wachsen und groß werden. Da kannst du nicht einfach hingehen und die auf die Rübe hauen, das ist eine ganz schlechte Idee. Naja, wie auch immer, wenn man hin und her diskutiert und habe ich dann Angelregeln erstellt nach normalem noch normalem Befinden, also wie man das normalerweise vernünftig bewirtschaftet, soweit, dass das nachhaltig ist. So mit Brittelmaß und so weiter, also Zwischenmaße, nichts einfrieren und mitschleppen und so weiter. Und da fing der Bestand sich auch an zu erholen. Also da waren schon immer viele, weil aber die wanderten da ein. Und da war eine Lokale, konntest du immer an der Farbe konntest du immer sehen. Und weil da waren 2 Seen, Seen oben und unten und dann in den Flüsschen dazwischen. Da konntest du immer sehen, wer stehen geblieben ist, wer da drin war. Und die großen Forellen, die sind halt standorttreu eigentlich. Also die wandern nicht so viel. Und die haben die halt, ja, dann kam halt Corona hin und her. Und da habe ich gesagt, ja, du kannst aber trotzdem jetzt nicht. Ich habe alles Geld, was ich irgendwie mehr abknapsen konnte, habe ich ihm in die Hand gedrückt. Und ihm das abzumieten da. Im zweiten Jahr, meinte er schon, da haben ihn dann diese Kochtopf. Ich wollte jetzt ein anderes Wort mit A anfangen, aber es sind halt Trottel, also irgendwie, die haben halt soweit nicht kapiert. Und da hat er die wieder da angeln lassen und da war dann die ganze Arbeit von 2-3 Jahren vorher, die war dann hinüber. Zack. Ja, da waren dann die waren ganz froh, dass sie da wieder große Forellen hatten. Ja, und er hat dann natürlich hat dann auch nicht investiert. Die Boote, die wurden undicht. Ja, ich hatte Kunden, die sind dann losgerudert. Und dann plötzlich haben sie gesagt, wir haben Wasser im Boot. Ja. Musste dann irgendwie schnell noch rumfahren bei den Bauern in der Umgebung und anderen Leuten irgendwie ein Boot leihen. Und weiß der Geier weiter, da war nur Haddel. Und ja, der Grundbesitzer da, der hat gemeint, er macht die schnelle Mark, weißt du. Ja, und muss sich da nicht investieren. Ja, blöde Fliegenangler da, den ziehen wir jetzt ab. Ja, ja, und ja, da hatte ich jetzt irgendwann keinen Bock mehr drauf irgendwie, weil das war echt müßig. Ja. Echt so viele investiert, habe ich gesagt, ne, tschüss. Ja. Und da kam dann auch nichts mehr. Ja. Da kam jetzt nicht irgendwie eine Klage, wir haben einen 5-Jahres-Vertrag oder sonstiges, sondern ich habe einfach das eingestellt. Ende. Weil er hatte halt sich auch in keinster Weise an die Vertragsbestandteile gehalten da. Sehr, sehr langweilige Nummer, weil ich habe da so viel investiert. Da habt ihr jeden Sommer dazu gebracht, also habt ihr auch einige Lebensjahre, einige Sommer da verdonnert, bei denen ich dann auch irgendwas anderes hätte machen können. Ja? Und war dann noch alleine da. Ja. Ja, nachher ist man immer schlauer, gell? Man vertraut den Leuten ja immer, die sind dann immer alle begeistert. Ja, 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 mach du mal, gell? Aber insgeheim lachen diese eins in Fäustchen und ziehen sich ab. Lappland angekommen, also einen schönen See und der
Herrchen, will ich jetzt entsprechen. Der hat jetzt echt unglaublich, der hält unglaublich lange immer in dem Auto aus. Ja, und das dann ist natürlich direkt sofort das Frisbee tragen kann. Komm, bring ihn. Ja, komm, bitte rein. Ja, komm her, komm. Llegaremos hasta cuánto más hacia dónde vamos pasos que esta luz guiará. Ja, die Knott, das ist einfach echt too much, ja? Und, jetzt direkt ins Auto rein. Hat Frisbee auch noch mit reingeholt, haben wir das liegen lassen. Und dann jetzt die Thermazelllampe angemacht und dann sind die auch aus dem Auto wieder raus, ganz schnell, das wirst du sehen. Ja, schnell das Auto, weil draußen, jetzt abends, da waren dann die Jävla-Knott, die Scheiß-Knott, da machst du ja nichts mehr. Ja. Da diese ganz kleinen Kriebelmücken oder wie man die auch auf Deutsch nennt oder so, die sind furchtbar. Ja. Und da gibt es nur eins, ich habe ein bisschen eingesprüht, aber juckt schon über. Also das hilft dann gar nichts, kaum. Also da hast du keine Chance. Jetzt habe ich hier die Thermazelllampe angemacht. Da seht ihr, die dampft. Da ist so ein Plättchen drin, was dann die zu irgendeinem Duftstoff dann. Der ist für den Menschen geruchsfrei, aber für die, der verwirrt wohl den Geruchssinn von denen und löst eine kleine Panik wohl auch aus und dann versuchen die rauszukommen. Und dazu mache ich noch Wasserdampf. Ich muss einen Tee kochen, koche mir noch einen Tee und dann mit dem Kesselchen und dann schweben die mit dem Wasserdampf mit dann und kleben da hier oben alle an der Dachluke. Dann hat man die auch eingefangen. Die ganzen Netze und der ganze Mist, wo ich mit Leuten immer sehe, mit rumkämpfen an den Schiebetüren und so, das kannst du in der Pfeife rauchen. Das bringt nichts. Ne? Die sind so klein, wenn die rein wollen, ne? Dann drücken sie sich durch dieses Netz da durch. Da brauchen die nicht mal drücken, da fliegen die so durch. Ja? Und wenn du da bist, wo Knott, wenn du Pech hast, dass die Knott so hungrig sind, dass sie unbedingt rein wollen, dann hast du verloren. Dann gibt es nur eins, Zündschlüssel in die Hand, in das Lenkrad gesetzt und abgehauen. Weil da bist du nicht mehr froh an dem Platz. Aber hier war jetzt, ja, war also die normale Nummer abends am See. Aber der Einstein musste sich mal kurz bewegen. Da muss der Papa halt eben sich nachher danach eben jucken. So ist das einfach mal. Ja. So, wir essen, wie ihr hört. Der Einstein ist schon kräftig dran. Ich habe mir noch einen Salat gemacht. Mit dem tollen Honigessig, den ich aus der Eifel mitgebracht habe. Das Video konnt ihr irgendwie ja in der Playlist nachschauen. Und geht auch gleich in den Chat. Ja, jetzt geht weiter. Es sind noch 800 Kilometer bis nach Kusamo. Also da haben wir dann noch 9 Stunden zu fahren. Dann machen wir nicht in einem Abriss, sondern wir schon mal zwei Tage da draus. Ne? Wir waren ein guter Platz. An so einem Badeplatz. Ne? Klappt in Schweden sehr, sehr oft. Da stand zwar ein Schild irgendwie Camping verbjudet, aber also verboten. Mal gucken hier jetzt. Da stand schon einer und da habe ich ihn halt gefragt. Und da meinte der, nee, das wäre hinter dem Schild, das würde nur für diese Wiese gelten. Der Auffassung habe ich mich gerne angeschlossen und habe dann halt die Nacht da übernachtet. War auch kein Problem. Ja. Also ich kann mir denken, dass das keinen Spaß macht, wenn das wirklich Sonne und warm ist. Weil da kommen natürlich die ganzen Leute dann und schwimmen und machen und tun. Und da hast du natürlich dann Halligalli.
War eine ruhige Nacht. Kamen noch mal irgendwelche Leute angeln, hat ein bisschen geregnet. Wie man sieht, ist alles noch ein bisschen grau und dunkel und so. Aber ja, jetzt geht es weiter auf dem Inlandswägen. Hm? Ich fahre lieber diesen Inlandswägen als die Küstenstraße. Die Küstenstraße an der Ostsee hoch, die geht zwar schneller, ne? Kannst du 120 fahren, macht das schon mal einen Unterschied. Aber die ist halt extrem hochfrequentiert von Lastwagen und so weiter. Und wenn ich ein paar Mal gefahren, das fand ich extrem langweilig. Also wenn man wirklich eilig hat, ja, okay. Aber ansonsten gerne Inlandswägen. Wie gesagt, da kann man da immer einfach mal, ach, hier ist ein schöner Badeplatz. Und Badeplätze sind ja natürlicherweise am Wasser. Dann steht man dann schön an einem See. Gell? Ist auch klasse. Ja, was ist hier so? Hier ist nichts. Wald, gell? Schweden eben. Und das ein oder andere Bullerbü. Bullerbü finde ich ja ganz klasse. Diese Bullerbüs, die roten Häuschen, wo dann meistens irgendwie so 4-5 Stück oder 3-4 irgendwie sowas beieinander stehen, um das Wort mal auseinander zu flicken. Buller ist Lärm. Ne? Mache ich ab und zu, Bullerkontrollen. Arbeite ich als auf Konzerten als Konsulent zur Eindämmung von unnötigem Schall. Bü heißt ja, Dorf, Ort, Stadt. Ne? Oder ein Platz. Ne? Und da Bullerbü ist ein lustiger Name. Das sind ja, Bullerbü. Da erinnere ich mich gerne dran an diese tollen Storys von der Astrid Lindgren. Ne? Auch natürlich Pippi Langstrumpf. Man könnte ja argumentieren, dass Pippi Langstrumpf irgendwie Teil der Gleichstellungskultur ist. Definitiv. Gell? Also ein Mädchen, was Kraft hat und für sich selbst da ist und so weiter. Und ist ja mehr als traurig, dass sie sich da jetzt anstellen und irgendwie sagen, dass sowas könnte man, sowas dürfe man nicht mehr verbreiten, weil irgendwie halt ihr Papa aus dem Takatuga-Land kommt. Die haben sie nicht mehr alle. Naja, gut, hier ist genug Grün drumherum, da müssen wir über die auch noch reden. Also. Ja, so sieht Kalix aus, ne? Superschön. Das ist der Kalix 11, also der Kalix Fluss. Da gehen auch die Lachse hoch. Und ja, hier fahren wir jetzt durch und da geht nach weiter nach Haparanda. Haparanda, da ist auch so eine Stadt. Da gibt es ein IKEA. Ja, das ist ja nichts Besonderes irgendwie in Schweden, dass es ein IKEA gibt. Aber mir haben sie erzählt, Leute, die ich aus Tromsø kenne, die sind dann nach Haparanda zum IKEA gefahren. Sind ja bloß 700 Kilometer. Naja. Hier oben sind die Entfernungen einfach unglaublich weit. Und ja, verliert man den Überblick. Ja, guten Morgen. Wir sind jetzt in Finnland angekommen. In Tornio stehen wir hier gerade bei so einer Kirche. Es war weiter. Ich wollte eigentlich noch ein paar schöne Bilder von der Kirche machen mit der Drohne und so, aber da ist jetzt gerade eine Beerdigung. Ich glaube, das lasse ich dann bleiben. Ja, jetzt haben wir auch getankt hier in Finnland. Da kostet der Diesel 1,85 Euro. Ich hatte nie gedacht, dass ich mich mal freue, wenn der Diesel nur 3,70 Mark kostet. Ja, so ist die Welt. Aber was hier ein bisschen, deswegen mache ich das auch gerade, was hier ein bisschen komisch ist, also Kreditkarte, ganz Tank, ist klar, ist kein Problem, geht auch mit Apple Pay und alles. Aber, das Ding hört bei 50 Euro auf. Also musst du dann immer wieder nochmal neu und bist du dann halt, ja, und der gute Sprinter, der hat da schon mal einen 70 Liter Tank, dann musst du dann schon mal dreimal einloggen, aber neu machen, also dreimal tanken quasi. Waren dann jetzt irgendwie um die 120 Euro oder so was. Aua. Aber jetzt ist das Auto doppelt so viel wert. Ja, ich frage mich gerade, was ihr denn so hört beim Reisen. Also Musik jetzt. Ne? Ja, hier in dieser Landschaft so mit diesen langen Straßen, die so am Zug kommt an der Kurve.
Aber ja, da kommt man dann so amerikanisch drauf, also, finde ich. So, da höre ich dann gerne Neil Young und CCR und so Zeugs, weil ich sonst eigentlich nicht höre, außer ja, zum Nachspielen mit der Gitarre, weil das nicht so schwer ist. Aber ja, was hört ihr denn so? Könnt ihr unten in die Kommentare reinschreiben und dann machen wir vielleicht mal eine Spotify-Liste oder so weiter. Da sind jetzt Rentiere in der Halle und da oben. Und die werden rausgebracht. Die werden aus der Stadt in die Halle gebracht und jetzt werden die wieder in den Wald befrachtet. Mal gucken, wie das funktioniert. Ja, es sind drei Rentiere in dem Auto drin. So ein HS, der ist für alles gut. Ist das Auto wird sie alle benutzen. Rentiertaxi. Lapsi muuta turpaa, mitä muita. Sampani tekno. So, jetzt sind wir hier, die Rentiere hier am Zusammentreiben. Ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen haben, dass die schon alle hier so versammelt sind, die Rentiere. Jetzt werden die in den Gatter reingetrieben, damit dann nachher die Kälber dann markieren können. Total irre. Jetzt gehen wir dann so langsam auf die zu. Hier ist eine Kette von Leuten. In Martin, the whole fence is normally built like this. Have earmark like that one over there, the light colored. Yeah. Just like doing something with the front leg behind of the female. Uh-huh. So we catch those, and over there is one watching us. Uh-huh. Yeah. So those will be catched, they get the number tags. Uh-huh. And then we watch which mother
they have all over. There's Tatu's reindeer, that one. And she has a baby somewhere. Mm-hmm. She's calling the baby. That's Tatu's reindeer. I think she already has the market baby. Mm-hmm.